Mahlzeit, Leute. Heute geht es, naja, leider noch nicht komplett um den Bus hier, aber um ein paar Ankündigungen. Also wie ihr seht, habe ich da ja einiges dran gemacht. Und ja, dazu habe ich auch ein paar Videos gemacht. Oder die Videos sind in der Bearbeitung. Noch bin ich einfach nicht so weit aufgrund von Wetter, Arbeit und so weiter. Bin ich einfach noch nicht dazu gekommen. Und ja, ich wollte euch aber trotzdem schon mal erzählen, um was es gehen wird. Ja, und zwar habe ich den Wagen lackiert in der ursprünglichen Farbe. Also das ist dieses VW Minzgrün. Die Seitenflächen, weil die glatt sein sollten, möglichst glatt sein sollten, mit dem MIPA LKW-Lack lackiert. Das Dach habe ich mit dem MIPA Protector lackiert. Das sollte ein bisschen widerstandsfähiger sein, um die Halter von dem Dachträger auszuhalten und nicht sofort zu verkratzen. Dann habe ich hier noch einen schönen Seitenstreifen aufgeklebt. Den Reserveradträger habe ich neu lackiert. Neue Schrauben. Die Stoßstangen habe ich lackiert, auch wieder mit MIPA Protector. Den gibt es halt in verschiedenen, also gibt es in schwarz, aber auch in tönbar. Aber dazu gibt es eben, wie gesagt, ein extra Video. Strom habe ich eingebaut, also hier eine neue Steckdose hinten in die Stoßstange. Und ja, das sind alles so einzelne kleine Dinge, über die es demnächst auch noch Videos geben wird. Ja, was habe ich noch gemacht? Diese Kunststoffscheiben habe ich neu einkleben lassen in so einer Autoglasfirma. Die Scheiben selbst habe ich mit einer Acrylglaspolitur behandelt. Die Erfahrungen darüber möchte ich natürlich auch mit euch teilen, aber eben wie gesagt auch in einem späteren Video. Ja, wenn du also wissen möchtest, wie es mir ergangen ist bei den Arbeiten, also beim Lackieren, beim Aufbereiten der Scheiben, beim Aufkleben dieses Streifen hier und so weiter und so weiter, dann abonniere einfach den Kanal, bleib dran und freu dich auf die nächsten Videos.